Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Slowdown hier aus unserem aktuellen Rumble. Das müsste jetzt Rumble Nummer 7 sein. Sofort und gleich YouTube 2 gegen die Dysfunctional Veterans. Und jetzt brauchen wir hier wirklich... Wow. Hier liegen wir momentan zurück. Und so wie das aussieht, oh mein Gott. Haben wir hier gleich die nächste starke Gilde am Start. Gurken TV, Reggie Knight, Bloody Fruit, Casey Rebel. Wen haben wir da hinten? Oriens. Na gut, dann müssen wir schauen. Ach, ich habe hier noch. Ich habe, was habe ich denn eigentlich erforscht? Schnell reingucken. Eine ist fertig geworden. Eine Combo. Louise. Louise mit den Scherenhänden. So. Das bringt alles eigentlich. Mach mal hier. Stan. Bringt mir auch nichts. Roger. Gucken wir mal, was wir mit dem noch machen können. Dick. Ne, Moment mal. Guck ich mal, ob ich da noch irgendwie. Ne, die 3, die hätte ich da. Hank Hill. Inventar. Lohnt sich alles nicht wirklich. Moment mal, ich habe doch einen vitruvianischen Menschen, glaube ich, noch irgendwo gezogen. Ringvater, vitruvianischer Mensch. Ich habe schon erforscht. Mingen. Ja, ich muss jetzt mal meinen Rumble machen. Ich ziehe jetzt einfach mal irgendwas da rein. Ringen, Brian, fertig. So. Auf, los geht's los. Ich switch jetzt hier noch um auf die Tina. Hier habe ich noch kein offensives oder defensives Deck. Und es geht los in der Schlägerei. Let's get ready to rumble gegen die Dysfunctional Veterans. Und jetzt wollen wir mal zusehen, dass wir hier auch mal ein paar Punkte noch mit dazu beitragen. Oxy 420. Besten Sumpfpartys. Peter. Wäre eine Möglichkeit. Dreifach Cripple All, komm. Mach mal so. Wollstupide. Malteser Likör. Gleich noch hinterher. Dann habe ich hier den nächsten Rollschupide. Der muss wenigstens eine Runde überleben. Ja. Wenigstens eine Runde sollte er in irgendeiner Form überleben. So, dann haben wir hier deine Bedienung. Drunken Clam. Hier kann ich nochmal alles runterkrippeln. Jetzt krieg ich erstmal die Linda Belcher. Laserrasierer, alter Vater, ist das eine Monstergeschichte hier. Ja, da habe ich keine Chance. Also das kann ich nicht gewinnen. Oh, ich lebe ja immer noch. Es ist ein Wunder, dass ich immer noch lebe. Aber das ist schon echt eine harte Nummer, mein lieber Scholli. Okay. Wow. Ja, aber irgendwie kommen wir tatsächlich ran.
Ich bin überrascht. Also, es geht weiter. Caitlin LaRose. So. Ina Schönlinder ist Watts. Verkarteter Stan. Ja, wir fangen trotzdem mal jetzt einfach mal damit an. Gut, in der Situation habe ich dann doch lieber die Drunken Peggy. Und hier Alamo Bier. Betrunkener Stan. Linda Belcher. Und die Leuchtpistole. Machen wir den Laserrasierer. Und jetzt sind wir ziemlich safe. So, gegen den 99 Helme geholt. Okay. Erstes Match gewonnen für Gilde 2. Also, jetzt kommen wir mal ein bisschen ran hier. Und vielleicht erleben wir gleich, wie wir die Dysfunctional Veterans zumindest erstmal überholen, ob wir gegen die gewinnen können. Schauen wir mal. Smoken. Habe ich eine gestresste Lila? Ah, gestresste Lila. Oktoberfest Lila. Sorry. Oktoberfest Lila. Drunk. Eine Gas Class. Sag mal, was ist denn jetzt kaputt? Drunken Clam. Jetzt spiele ich die Drunken Clam. Betrunkene Peggy. Da kommt er mit einem Truthahn-Tanz. 96 Helme. Okay. Bum, 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 gegen Carnage. Ich spiele jetzt mal die Leuchtpistole. Ja, $300 Messer. Nur mit der Gigili Gun. Rollschuhpeter. Erstmal hier eine Dodgeball Mac hinterher. Erstmal eine Stufe weiterkommen. Dann hier ein Stan. Ist die Frage, was. Der himmlische Henk. Aber der bringt mir jetzt in der Situation nicht wirklich viel. Ich mache jetzt erstmal hier die Peggy hin. Jetzt habe ich den nächsten Rollschuhpeter. Ja. So, 85 Punkte geholt. Jawohl! Und gleich ist es soweit. Haben wir erstmal zumindest mal den ersten Vorsprung reingeholt. Dewey, Peggy. Wow! Ja! Ist das nicht geil? Das liebe ich. Ich liebe das. Ich liebe es, ich liebe es. I love it, baby, I love it. Dewey W. Mit einer glatten 100. Gespatzt, Mann, gespatzt. Einfach weggefegt. Und jetzt, noch sind wir nicht so weit. Aber gleich ist es passiert. Gegen Oxy 420. Oktoberfest Lila. Und fangen wir an mit einer Drunken Clam. Betrunkene Peggy gegen. Schauen wir mal, erstmal betrunken auf dem Rasenmäher. Ja, das ist jetzt nicht so angenehm, muss ich ganz ehrlich zugeben. Gegen den Denkeraffen. Aber gut, müssen wir mit umgehen. So,
Ja, ich krieg den nicht bis ganz da hinten, deswegen müssen wir erst einmal. Ah, das habe ich mir schon fast gedacht. Muss ich erstmal mit dem Rollschuh-Peter hier blocken. Und dieses Match werde ich definitiv jetzt verlieren. Da kann ich leider nichts dagegen machen. Keine Chance. Zweites Match hier verloren. Scheiße. Na gut. Schade, ich hatte jetzt echt gehofft, dass wir jetzt die überholen können. Gegen Widow. Die Witwe. Widow, die Witwe. Gut, also fangen wir mal an mit dem Bob. Und dann haben wir hier den Absinthrausch. Wir können. Habe ich die noch nicht erforscht? Wollte doch gerade sagen, das ist doch schon längst erforscht. Slubeck, nämlich hier, gibt betrunken auf dem Rasenmäher. Dann hätte ich nämlich das gleiche nochmal. Und jetzt kann ich hier eine Peggy hinsetzen. Kann noch eine Peggy hinsetzen, nochmal zum Heilen. Und dann sollten wir mit einer glatten. Na, 99 sind's nur. Schade, ey. 99 Punkte. Noch 3. Und ja, Mann. Da haben wir sie das erste Mal jetzt überholt. Die Dysfunctional Veterans Kinshasa. Oktoberfest Lila. Na, ja, ich muss jetzt hier fertig werden. Drunken Clam. Nein, wir machen erst die Gas Class. Jetzt die Drunken Clam. Drunk at work. Noch ein Bob. Nochmal drunk at work. Und das war's. 99. Und das war das letzte Match jetzt hier. Soweit ich das gesehen habe. Nein, es sind immer noch zwei. Okay. Jawohl. Wir gehen in Führung. Peter C. 725. Fangen wir wieder an mit der Oktoberfestlila. Eine Peggy. Das tut natürlich weh, aber gut. Nochmal pushen von der Seite. Drunken Clan. Verkarteter Stan. Und das war's. 93 Helme geholt. Und weiter geht's. Ein schnelles Match. Betrunken auf dem Rasenmäher. Ja, ich sehe was, was ihr nicht seht. Und das nennt sich betrunkene Peggy. Ja gut, okay, das ist jetzt natürlich echt kacke gelaufen hier, aber was will ich machen? Oktoberfest Lila. Aber trotz allem, 94 Helme noch geholt. Nice, Baby, nice, Baby, nice. Yeah, man. Jägidi jäg, boom, boom, boom. Und da haben wir sie überholt. Jetzt gucken wir doch mal. Hey Nils, 859. Muss mal gucken, wie viele ich insgesamt jetzt da noch geholt habe. Das letzte Match wird ja jetzt noch mit hinzuzählen. Ich switch jetzt erstmal wieder zurück auf den Bobby. Und dann gehen wir nochmal da rein. Ich weiß jetzt nicht, ob die Punkte da jetzt gleich noch drin. Ach, das wollte ich doch gar nicht, da wollte ich gar nicht hin. So.
So, gucken wir mal. Also. Hey Nils, 859, Gurkentv, 823, Reggie Knight, 817, dann komme ich. 782, ich weiß jetzt nicht, dass die endgültige Punktezahl ist. Casey Rebel, 745, Yummy Yum, 730, Bloody Fruit, 679, Orient, 678, Zombo, 657, Böser Onkel, 589. Futurama 557, Tobias 528, Korab 500, Player 451, Ein wildes Leo 450, Skiller 324, Ruffy Traffy 318, Honey Dog 316, Drag Neil 278, Tiger Top 268, Dato Nico 202, Not Raul Anaya 93, Cards Boy 51, Shorty 31 und Florian Gaming 12. Gucken wir mal einen Gegner rein. Wie es da aussieht, bis jetzt bei den 14 aktiv gewesen, bei den Dysfunctional Veterans. Gucken wir da mal rein. Aktuell, nee, das wollte ich nicht sehen. Matches. Viermal gewonnen. Gegen Fryin' Trick, Pizza Sluts, Dreier und Elite Assassins. Also die Elite-Killer. Meuchelmörder. Omicron per se verloren und da Hypnotoads wieder gewonnen. Gucken wir mal momentan ins Gildenergebnis rein. Oh, hey Nils und ich, wir zwei liefern uns hier ein heißes Battle untereinander. Ja, ein paar Pünktchen habe ich noch vor ihm. Hey Nils, dann Gurkentv, Casey Rebel, Bloody Fruit, Yummy Yum, Böser Onkel, Zomboss, Oriens, Futurama, Korab, Tobias Player, Leon, Florian Gaming, Easy Win, Dato Nico, Drag Neil, Fabian, Ruffy, Traffy, Alexandros, Max Max, Bernd Neuss, Tiger Top, Alexandros, Reggie Knight, Blackie, Reggie, ein wildes Leo, Skiller, SCP, Klon, HD, Fried, ein Karl, Honey Dog, Cards Boy, Saft, JJKPX, Not Raul, Anaya, Shorty, Zerhard, Black Lotus und Momo. Geile Sache. So, das war's jetzt hier von unserem Rumble Gilde 2 gegen die Dysfunctional Veterans. Ich drücke meiner Gilde weiterhin die Daumen. Haut rein. Vielleicht schaffen wir das ja gegen die. Wer weiß. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt Animations World, dann mit mir immer gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.